So, jetzt müsste es laufen. Und zwar merke ich immer mehr, wie wenig du von dir selbst verstehst. Und dieses Du ist natürlich klar immer wieder vorneweg. Ich erkläre es wirklich nur einem einzigen, einem Geist, nämlich den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Du wirst merken, du gehst immer wieder in die Vergessenheit. Und ich will jetzt hier eigentlich, sagen wir mal, klarstellen, dass jeder einzelne Satz, den ich sage, unheimlich wichtig ist. Zum Beispiel diese Aussage, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Da steckt eigentlich schon alles drin. Das heißt, wenn ich immer diese Vielheit, die du denkst, es geht immer nur um einen Geist, es gibt nur einen einzigen Geist. In der Religion nennt man das den einen Gott. Dann haben wir aber wieder Religionssysteme mit vielen Göttern, die auch gewisse Charaktere dann haben, ein Meeresgott, ein Kriegsgott und so weiter und so weiter. Alles viel zu kompliziert. Bei Hollow Feeling war das so einfach, wie ich immer sage, dass jeder 13-Jährige mit seinem Standardintellekt eines 13-Jährigen das mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen kann. Du kannst mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen, dass alles, was du von anderen Menschen hörst, mehr oder weniger auf Lügen aufbaut. Weil die Menschen, die ich in dir in Erscheinung treten lasse, sind zuerst einmal Informationen von dir. Sie sind etwas Ausgedachtes. Und jetzt nochmal, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht, er malt ein Bild. Alles, was in Erscheinung tritt, ist ein Dasein müssen. Und du bist ein Gott, ein Schöpfergott für jeden Gedanken, den du denkst. Sobald du an irgendetwas denkst, da schaffst du in dir eine Information. Punkt. Wenn du das nicht akzeptierst, hast du verloren. Und wir laufen jetzt auf einen Endzeitpunkt zu, das natürlich nichts mit der Zukunft zu tun hat, was ich jetzt sage. Jeden Gedanken, den du denkst, denkst du jetzt. Es geht um eine ewige Wiederholung. Und es ist jeder, absolut jeder, den du dir ausdenkst, es freizusprechen, weil er existiert. Dieser Mensch, den du denkst, egal an wen du denkst, der existiert nur in dem Moment, wo du ihn denkst. Und er wird genauso sein, wie er von dir gedacht wird. Er wird sich dort befinden, wo du ihn dir hindenkst. Er wird dann gelebt haben, wenn du an ältere Menschen denkst, die angeblich vor dir schon da waren. Was eigentlich ein Blödsinn ist, weil in dem Moment, wo du an jemanden denkst, wenn du dir jemanden ausdenkst, dann ist er ja vor dir da, weil du ihn dir vorstellst. Da merkt man schon, wie präzise die Sprache wird, wenn du genau zuhörst. Und das ist elementar. Und du wirst, und ich betone das nochmal mit Nachdruck, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, immer mehr leiden, wenn du das, was ich dir jetzt sage, nicht für voll nimmst. Als die einzige hundertprozentige Wahrheit erkennst. Wer nicht leiden muss, ist irgendein Mensch, den du dir ausdenkst. Weder der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, noch irgendein anderer Mensch, Gedanken müssen nicht leiden. Informationen, alles Existierende bekommt nicht mit, dass es von dir erschaffen wird in dem Moment, wo du das denkst oder sinnlich wahrnimmst. Das gilt nämlich alles, was ich dir jetzt erkläre, gilt für jegliche Art von Information, auch für sinnlich wahrgenommene Informationen. Das ist ein ganz einfaches Gesetz, das hundertprozentig sicher ist. Und du narrst dich ohne Ende. Du wirst leiden. Du bist der Einzige, der leidet. Und du wirst dich in eine Hölle schicken, selbst in eine Hölle schicken, die du dir jetzt in deinen kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst. Und es klingt jetzt schon wieder wie eine Drohung. Ich betone immer nochmal, ich bin Liebe, ich drohe nicht, ich warne dir vor etwas. Das Problem ist, ich habe dir die Freiheit gegeben, dass du letztendlich selbst entscheiden darfst, ob du mir vertraust oder ob du mir nicht vertraust. Letzten Endes, ob du meinen Worten vertraust oder ob du den Worten nicht vertraust. Und es hat nicht das Geringste zu tun mit den Affen, an denen du denkst, wenn du an dich selbst denkst, dieser Körper, der jetzt vor dem Computer sitzt, wenn du an deinen Körper denkst oder ein Handy in der Hand hat. Das ist alles freizusprechen. Es existiert ja immer nur, wenn du es denkst. Ich rede mit einem ewigen Geist und du bist ewig, du bist ohne Anfang und Ende. Dieses täglich grüßt das Murmeltier, du wirst dein jetziges Leben bis in alle Ewigkeit wiederholen. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Es geht um eine eigene Meinung.
Und das ist jede logische Aussage, wenn ich immer sage, du bist logisch, aber du bist nicht geistreich. Und wir gehen jetzt einmal, ich übertrage den Bildschirm. Als erstes springe ich jetzt hier in den Prediger. Und wir haben nichts mit Religionen zu tun, sondern mit ewiger Weisheit. Dass dieser Satz, ich habe jetzt absichtlich einmal zwei verschiedene Übersetzungen aufgemacht, Nichtigkeit alles Irdischen, die Überschrift in der Elberfelder Version, in der Lutherbibel heißt, alles ist eitel. Worte des Predigers, Nichtigkeit der Nichtigkeit, spricht der Prediger, der Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Das ist ja sehr interessant. Nicht, IG steht für göttlicher Geist. Nicht, kein göttlicher Geist. K-Eid heißt wie buchstabiert. Nimm das jetzt einfach mal hin, wenn ich hier hebräische Zeichen einsetze und ich lese das dann auf Hebräisch, dann steht es dort. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. Das Wort eitel ist nämlich auch dieses Wort, das ist Hebel. Das heißt, wenn wir uns das jetzt im Original anschauen, dann hast du jetzt erst einmal den Hebel und das ist das hebräische Wort für den Abel. Der Abel ist derjenige, der von dem Kain erschlagen wurde. Dieser Abel, diese Nicht, ein Hauch von einem Nichts, ein Nichts, ein Nichtiges, eine Nichtigkeit, eine Vergänglichkeit. Genau genommen ist es Vergänglichkeit, wenn verkehrt übersetzt, weil nichts kann nicht vergehen. Nichts ist etwas Nicht-Existierendes und das Nicht-Existierende kann auch nicht vergehen. Und der Geist, den ich das jetzt erzähle, das heißt, du Geistesfunk bist etwas, was nicht als Ding an sich nicht existieren kann. Das ist immer, dass ich sage, das Erste, was dir jetzt klar sein muss, du erlebst jetzt ein Leben, nämlich dein Leben, und du verwechselst dich mit diesen Trockennasenaffen, mit diesen Menschenblau, mit diesen Enosch, mit diesen Medim. Das heißt, du bist einer von unendlich vielen sterblichen Figuren, die du dir ausdenkst. Da sagst du, da bin ich einer davon. Der Enosch ist ein sterbliches Säugetier. Das ist ein Gedanke von dir. Das haben wir aber tausendmal gehabt. Worum es mir jetzt geht, das ist die jetzige Situation. Und da springen wir jetzt da mal hin. Das schauen wir uns dann eventuell noch mal genauer an. Und zwar bringe ich hier eine Internetseite. Ich habe mitgemacht, Archiv für Corona-Unrecht. Eine hochinteressante Seite. Ich rede jetzt chronologisch in Bezug auf die letzten 3 Jahre. Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen, ich rette euch vor dem Virus. Und zwar ist es eine Auflistung von all den ganzen Leuten, die hier ganz massiv hier Befürworter für Corona waren. Und jetzt sage ich Cut. Was ist jetzt da? Einfach schauen, was da ist. Das, was du jetzt anschaust als Information, das ist hundertprozentig sicher. Das heißt, du glotzt jetzt wahrscheinlich auf irgendeinen Monitor und da sind Worte drauf. Und wenn du die Worte anschaust, machst du aus den Worten Vorstellungen. Das ist ein ständiger Wechsel von Informationen. Das habe ich lang und breit erklärt. Es geht mir nicht darum, irgendwelche Menschen, die mir uns jetzt ausdenken, zu denunzieren. Es geht mir um diesen Prediger. Nichts Neues in dieser Welt. Habt ihr denn von eurer Welt nicht das Geringste gelernt? Von eurer Vergangenheit, die du natürlich nur vom Hören sagen kennst. Es tauscht sich ständig irgendetwas auf. Und da kannst du jetzt hier oben aufrufen, die Liste. Da werden immer neue Nachträge gemacht. Die kann man jetzt hier einstellen nach Datum, nach Personen. Da haben wir zum Beispiel unseren Lauterbach, das Demonstrant, sind Menschen, die diese Achtung nicht verdienen, definitiv nicht. Es geht um Leute, die irgendwie gegen irgendwas demonstrieren in einer Demokratie. Diese Leute müssen behördlich erfasst und augenblicklich radikal entfernt werden. Hier ist Schluss mit gemeinsam Abgang, Dumpfratzen. Heute ist so ein Tag, in dem ich jeden freiwillig ungeimpften gern kommentarlos aufs Maul hauen würde. Vorsitzender der Grüne. Zu den Grünen kommen wir gerade noch. Impfen ist der Weg in die Freiheit. All dieses Geschwätz kannst du ellenlange jetzt Kommentare wiedersehen von irgendwelchen Impfbefürwortern. Und hier die Best besteht aus den Impfgegnern. Die Ursachen sind jetzt austauschbar. Mir geht es nicht darum. Es geht schlichtweg und einfach. Du bist ein geistlos nachäffender Affe.
Du hast keine eigene Meinung. Du hast keine eigene Meinung in Bezug auf das, was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Das ist alles Schwamminhalt, das muss man verstanden haben. Und jetzt gehen wir hier mal in das öffentliche Bildungsfernsehen. Funk ist ein Teil des deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Und wir müssen jetzt erst einmal schauen, was eigentlich dieses Rechts bedeutet. Rechts bedeutet recht, aufrichtig, richtig. Und das ist es eben nicht, das ist die erste Lüge, weil du ein rein linksfaschistisches Fernsehen hast und links ist schlichtweg und einfach umgedreht. Die Linken, die sich recht nennen, bekämpfen zurzeit die Rechten. Das ist dieses ewige Spiel. Und da geht es Hitlers Politik gegen die Juden in Deutschland. Das ist Aufklärung über die Vergangenheit. Und ich frage dich jetzt, hast du denn von deiner Vergangenheit, die man dir in der Schule beigebracht hat, du kennst es ja nur vom Hörensagen. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Du kennst es nur vom Hörensagen. Seid ihr noch dran? Ich muss jetzt Wir fragen. sind da. Ja, nicht, dass weil mein Internet immer abreißt. Meine Verbindung zu dir wird jetzt immer schwächer werden. Das heißt also hier, der Nationalsozialismus, und das sind nur die Wörter, du müsstest nur in ein Wörterbuch gehen. Natio heißt eine Geburt. Die Nation ist irgendeine Gemeinschaft, die geboren wird, und die Nation All, die Nation Gottes, All heißt Gottes, auch die Nation des Nichts, das sind unendlich viele Möglichkeiten, sind Sozios. Wir können uns das gerne mal anschauen im Lateinischen, ganz, ganz kurz. Da machen wir mal Natio. Das ist das Geborenwerden. Interessant ist, da haben wir im Hebräischen schon den Geber. Geber, das ist der Geburtsgeber. Und dann wirst du zu einer Nation, zu einem Volksstamm, und ich rede jetzt von Gotteskindern. Die haben eine gemeinsame Abstammung. Und du weißt, je nachdem, wie wir das absprechen, das ist jetzt der Gott UB oder der Vorder. Und zwar wichtig ist es, es ist eine eigentümliche zusammengehörende Menschenklasse, eine Gattung. Das kann man jetzt immer rot und blau machen, das ist ganz wichtig. Und dann kommst du zwangsläufig in die Sozio, in den Sozialismus. Ich nenne das immer Sozio, der Sozius. Da können wir jetzt weiter. Das ist das Vereinigen, das Verbinden. Ich sage immer, der rechtsradikale Nationalsozialismus, dieses Wort heißt eigentlich ursprünglich, wenn man die Worte wirklich verstanden hat, rechts ist recht, richtig, aufrecht. Das führt uns zu Anogi, vorhergehendes Selbstgespräch anhören. Die Transversalwelle, der nicht mehr sich in Raum und Zeit verstreut. Radix ist die Wurzel, die nach oben wächst. Rechtsradikaler Natio, die Geburt der Brüderlichkeit. Sozio kann ich jetzt diese Vereinigung, das Verbinden zu einer Einheit. Das ist der ursprüngliche Wort. Ob das gelebt wird oder ob das falsch ausgelegt wird, ist natürlich eine andere Frage, weil du zuerst einmal immer zwei Seiten hast, wo dann automatisch vier Seiten draus werden. Ich sage jetzt einfach, denk an das Hakenkreuz, an das Swastika. Wenn du nach Bali gehst, Baal heißt übrigens in Gott und Baali heißt in meinem Gott. Das sind auf den Autos. Autos ist selbst. Sind auf vielen Autos, ist ein Hakenkreuz auf dem Nummernschild. Baal hast in meinem Gott. Das ist ein Heiligkeitszeichen und du magst es negativ. Aber ich will da nicht so weit reingehen mit jedem Wort. Wir können das ständig austauschen und du solltest dir niemals die Frage stellen, welche Seite ist richtig. Das ist mein Tassenbeispiel. Ist jetzt eine Welle ein Berg oder ein Tal? Wie oft wiederhole ich das? Du vergisst es ständig in deinem Alltag als Brösel aufgrund eines zwanghaft einseitigen Werteprogramms. Aber hören wir uns das einmal an. Wir tauschen jetzt, das ist Bildungsfernsehen, das zwangsfinanziert wird. Und ich frage dich jetzt nochmal, hast du denn von deiner Vergangenheit nicht das Geringste gelernt? Es wiederholt sich alles. Darum habe ich mit dem Prediger angefangen. Es gibt nichts Neues. Früher haben sie geschrien, Ausländer und Juden raus, jetzt schreien sie Ausländer rein und die Rechtsradikalen, die Nazis raus. Es ist nur Spiegelung, wie einatmen und ausatmen, wie hell und dunkel. Solange du chronologisch denkst, bist du jetzt in einer Phase, die das Spiegelbild von der vorhergehenden Phase ist.
Und es wird sich bis in alle Ewigkeit austauschen. Das ist das, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das unbewusste chronologische Denken vollkommen aufgegeben hast. Selbstverständlich darfst du noch chronologisch denken, aber bewusst chronologisch. Wenn ich mir jetzt etwas in die Vergangenheit denke, werde ich niemals auch nur einen Moment vergessen, dass das jetzt, was ich jetzt denke, deshalb ist, weil ich es denke. Und dass das niemals in der Vergangenheit war. Weil alles, was existiert, kann immer bloß jetzt existieren. Zumindest wenn du weißt, was du bist und was deine Gedanken sind. Und jetzt genau zugehört. Genau zugehört. Stattdessen. Moment, ich mache den größer. Ich fange an. Stattdessen will die neue Hast Regierung. du ganz kurz das Bild des Vorhergehenden noch gesehen, um was es geht? Stattdessen will die neue Regierung den Anschein erwecken, dass die Maßnahmen gegen die Juden legal sind. So. Und jetzt setze die Maßnahmen gegen Russland, die Maßnahmen gegen die Corona-Schwobler für die Impfverweigerer, die Maßnahmen gegen die Rechtsradikalen. Du tauschst jetzt nur die Worte aus. Stattdessen will die neue Regierung den Anschein erwecken, dass die Maßnahmen gegen die Juden legal sind. Neue Gesetze sollen beispielsweise den Juden das Leben schwer machen. Neue Gesetze sollen den Impfverweigerern das Leben schwer machen, den Rechtsradikalen das Leben schwer machen. Dabei denken die Nationalsozialisten an alles. Jüdische Ärzte bekommen keine Bezahlungen mehr für ihre Behandlungen. Da gibt es viele, alles, wenn ich dir jetzt eine Latmei von Ärzten aufzeige, die sich geweigert haben, diesen Impfwahn mitzumachen, die wurden extrem abgestraft. Alle Schauspieler, alle die öffentlich Musiker, alle, die irgendwas gegen dieses System behauptet haben, wurde mehr oder weniger in die Versenkung geschickt. Zumindest in den medialen Bereich. Ich spring da mal rein, da wird jetzt einiges aufgezählt. Stattdessen will die neue Regierung den Anschein erwecken, dass die Maßnahmen Was? gegen die. Das alles geschieht schon kurz nachdem Adolf Hitler Reichskanzler geworden ist und Das wird alles geschah schon kurz nachdem Scholz und die Grünen an die Macht gekommen sind. immer schlimmer. Aber was sollen die Betroffenen machen? Zur Polizei gehen? Die Polizei ist ja schon längst unter Kontrolle der Nationalsozialisten und Das ist ja die alles vollkommen unter Kontrolle dieses Wahnsinns. tun alles, um Juden aus dem Geschäftsleben, aus Die den tun Behörden, alles, um Rechtsradikale und Impfverweigerer aus den Geschäftsleben, aus den Geschäften draußen zu halten. aus der Gesellschaft zu drängen. Nicht-arische Beamte werden entlassen. Nicht-Geimpfte werden entlassen. Was machen eigentlich die Deutschen, die vorher neben Juden an der Werkbank gestanden haben? Was machen plötzlich die Ungeimpften, die neben Geimpfte oder Geimpfte an der Werkbank gestanden sind? Beamten mit jüdischen Kollegen? Sie Was machen. machen die in den Krankenhäusern, die plötzlich mit Geimpften als Ungeimpfte zusammensitzen? Nichts. Sie nehmen es hin, dass Ihre jüdischen Kollegen und Freunde aus dem normalen Leben hinausgedrängt werden. Viele Pro All diese Geimpften nehmen es komplett hin, dass die Ungeimpften ausgedrängt werden aus dem normalen Leben. profitieren sogar davon, denn wenn Stellen frei werden, dann können sie nachrücken. Viele sind Mitläufer, die gegen die Schwächeren loslegen, wenn sich die Chance bietet. Viele haben. Ungeimpfte sind hier nicht erwünscht. Du kannst jetzt gerne mal hier nochmal reinlesen. Da kannst du ellenlang ganz Medizinexperten und so weiter und so fort. Jetzt de facto sieht es ja so aus und wir springen jetzt gleich einmal hier rein. Ganz aktuell. Impfpflicht Lauterbach, seltsame Erklärung. Keine Impfpflicht mehr. Es gab Protest, aber das war keine Grundlage hier für die Änderung. Es ist eine rein epidemiologische Überlegung. Die Impfung schützt nicht mehr vor der Ansteckung. Um das klarzustellen, es ist mittlerweile vollkommen klar, sie hat noch niemals vor der Ansteckung geschützt. Das ist die erste Lüge. Und wenn sie nicht mehr vor der Ansteckung schützt, dann gibt es auch keinen Grund mehr in diesen Einrichtungen. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, die Impfung schützt sehr gut. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, zumindest gegen die Krankheit. Das ist übrigens die nächste Lüge. Du kannst an Statistiken komplett feststellen, der letzten 2 Jahre, dass unmittelbar nach der Impfung zeitgleich in allen Ländern, musst du bloß nach England gehen, ganz massiv Nebenwirkungen, Krankheiten überhand nehmen. Jeder, der diesen Impfwahn mitgemacht hat, wird es niemals zugeben. Man versucht jetzt Schadenbegrenzung. Allen voran auch die ganze Presse, all das, aber Cut. Der Schlüssel in deine Freiheit ist das Wort Cut. Wenn du ständig vergisst, wenn du was denkst, dass das, was du denkst, nur deshalb jetzt Information in dir ist, weil du es denkst und du immer noch, schau in dich rein, sag ich immer.
Mach dir bewusst, ist in dir noch der Glaube, dass da außen was ist, dann brichst du das zweite Gebot. Ist in dir noch der tiefe Glaube, dass du dieser Affe bist, an dem Moment, wo du an deinen Körper denkst, dass du dieser Gedanke bist, dann brichst du das erste Gebot. Und jetzt ist jetzt hier das Schadensbegrenzen. Diese Sätze, heute wissen wir, dass die Impfstoffe zwar die Geimpften gut gegen schwere Verläufe schützen, also nicht mehr gegen die Ansteckung. Das stimmt, das ist das Nächste, das sind alles Rechtfertigungen, das stimmt überhaupt nicht. Du kannst ganz, ganz klar nachweisen, wenn wir zum Beispiel Long-Covid nehmen. Das sind natürlich jetzt Sachen, nimm das einfach einmal hin. Das ist ja klar, wenn eine Long-Covid haben. Das Interessante ist, es gibt nahezu keinen Patienten, der sich Corona, ich nenne es einmal Corona, könnte ich jetzt Grippe nennen, der sich eine eigenartige Form von Grippe eingefangen hat, der Long-Grippe, Long-Covid hat und zusätzlich nicht geimpft gewesen wäre. Es gibt ja Menschen, die haben sich diesen Coronavirus angeblich in Anführungszeichen diese Krankheit eingefangen, ohne dass sie geimpft waren, sind danach wieder gesund worden. Viele sagen, es ist letztendlich eine Grippe gewesen, aber ohne Long-Covid. Long-Covid betrifft nur Leute, die geimpft sind. Und es gibt mittlerweile auch von Pfizer, aber natürlich nur in Amerika veröffentlicht, das ist das große Problem dieser Zensur, dieser Nazis, jetzt blau gelesen, dass eins der Krankheitserscheinungen, der Nebenwirkungen der Corona-Impfung Corona selbst ist. Das erzeugt Long-Covid. Das glaube ich oder glaube ich nicht, das wird so sein, wie du dir es denkst. Ich nehme nicht in Anspruch, wenn ich was behaupte, dass das richtig oder verkehrt ist, sondern ich nehme in Anspruch, dass du jetzt Geräusche hörst, Worte hörst und du aus den Worten eine Vorstellung aufbaust, die für dich so sein wird, wie du mit deiner Logik diese Worte interpretierst. Das behaupte ich, das nehme ich in Anspruch. Und nicht, dass das, was du aus den Worten, die du jetzt hörst oder die du liest, dass das unabhängig von deiner Interpretation existieren würde. Informationen entstehen erst, wenn sie gedacht werden und sinnlich wahrgenommene Informationen entstehen genauso in dir. Du bist ein unbewusst träumender Geist. Es sind dann nur sinnlich wahrgenommene Informationen. Haben Angst, selbst angegriffen zu werden, wenn sie nicht bei den Aktionen gegen Juden mitmachen. Man will mitlaufen. Ihr seid geistlose Mitläufer. In jeglicher Beziehung. Ihr, meine ich jetzt, die Menschen, die du dir ausdenkst. Nicht den Geist, der sich's ausdenkt. Außer du bist ein geistloser Mitläufer, weil du dich mit so einem ausgedachten Menschen verwechselst. Dein Geschmack, die Sache mit dem Schwamminhalt, wenn du wirklich verstanden hast, dieses einfache Beispiel, das, was du schön empfindest, was du hässlich empfindest, was du als richtig oder als böse anschaust, zwingt dir der Intellekt auf, den du zum Denken benutzt. Es ist ein Computer, kann sich nicht raussuchen, was er für Bilder für Sachen in sich selber aufwirft, das macht das Programm. Im Anfang ist das Programm. Schämen sich so sehr, dass die Scham ihre ganze Energie erstickt. Der Antisemitismus der Tat ist so tückisch, so erfolgreich, weil er den Interessen vieler Deutscher scheinbar entgegenkommt. Vor allem den materiellen Interessen. Das ist hochinteressant. Dieser Vortrag ist hundertprozentig richtig. Das Einzige, du musst das Wort Nazi austauschen jetzt mit Grüne, mit SPD, mit den ganzen Mitläufern, die Rechtsradikalen sind jetzt die Juden. Nichts Neues. Absolut Nichtigkeiten, alles Nichtigkeiten. Eine Generation kommt und eine Generation geht. Das Einzige, was ewig besteht, ist die Erde, heißt es hier. Erde ist aber das erweckte Wissen. Es wird ewig, wird erwecktes Wissen in dir auftauchen. Von Moment zu Moment. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Sie strebt ihren Ort zu, wo sie wieder aufgeht. Das ist interessant, das passiert aber in der Transversalen. Ein Kommen und Gehen im Jetzt, im ewigen Hier und Jetzt. Immer, immer wieder sich wenden. Doppelt aufgespanntes End-End. Immer wieder. Wie, DR heißt wie eine geöffnete Berechnung, das ist das hebräische Wort für Generation, Geschlechter. Immer sich wenden, geht er dahin, zu seinem Ausgangspunkt kehrt der Wind zurück. Wind ist der Ruch. Der Wind weht, keiner weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. Der eine weiß es. Ich weiß, wo der Wind herkommt, den ich mir jetzt ausdenke, und ich weiß, wo er hingeht. Und ich weiß, wo die Nazis herkommen, die ich mir jetzt ausdenke, und wo sie hingehen, wenn ich sie nicht mehr denke. Ich weiß, wo die Juden herkommen, wenn ich sie mir ausdenke, und wo sie hingehen, wenn ich sie mir nicht mehr ausdenke.
Sie kommen aus mir, weil ich eine Gedankenwelle aufschmeiße und sie fallen wieder in mich hinein. Das machen wir jetzt einmal weg und jetzt hören wir uns das einmal im Original an. Gegen Russland, gegen das Böse, gegen Corona. Die perfide Inszenierung erfüllt im Saal ihren Zweck. Das nennen wir den Mob, die geistlose Masse. Du bist nicht Masse, du bist nicht geistlos. Du bist der Geist, der sich das ausdenkt. Was ist jetzt eigentlich da? Sind da jetzt Menschen da? So entsetzt, wie es möglich war, diesen bis zum Bersten gefüllten Sportpalast in einen solchen Begeisterungstaumel zu versetzen. Auf diese Frage hin wollt ihr den totalen Krieg? Ja. Mhm. Ein Millimeter nach rechts! Und jetzt noch etliche Stars, die ähnliche Ekstase-Schreie aufgehört haben gegen die Ungeimpften, gegen all das, was ja so, die reden, die nennen sich human, die meinen, die wissen nicht, was sie sprechen. Sollten sie das wissen? Können Gedanken, die du denkst, überhaupt was wissen? Können Gedanken, die du dir denkst, anders sein, wie sie von dir gedacht werden? Wir schauen noch mal ganz kurz rein mit den Eitelkeiten. Dieses Hebel für sich alleine, nochmal, das ist der Abel, Abel. Die deutsche Übersetzung, das schreibt sich hier Habiel, heißt eigentlich der Vatergott. Genau. Der Vatergott in dir wurde von dem Kain erschlagen. Das ist immer wieder dieses Spiel, dieses Habiel. Wir gehen nochmal hier rein. Das ist der Vatergott. Ist ein Nichts, eine Nichtigkeit. Wir können das immer auch blau lesen, dann hast du es eine aufgeblühte L mit 70 geschrieben, können wir machen, dann hast du das Aufblühen eines Jochs, einer Gedankenwelle, die natürlich dann vergänglich ist. Das eigentliche Nichts ist nicht vergänglich, nichts kann nicht zerstört werden. Du bist, du Geist, dem ich das jetzt erzähle, ich wiederhole es immer wieder, du bist ein absolutes Nichts. Vor was hast du Angst, dass du zerstört wirst? Das, was zerstört wird, ist das, an was du denkst, wenn du an dich selbst denkst, wenn du an die sterbliche Säugetier denkst. Jetzt denk an deinen Körper. Wann wird der zerstört? In dem Moment, wo du ihn nicht mehr denkst. Was ändert es an dir? An dir. Dir. Nicht an Tier, sondern an dir. Das Ganze führt uns automatisch, wenn ich das jetzt eingib, da haben wir unsere DDR-Rolex, ist die Generation. Interessant ist es jetzt zum einen der Mieter und der Wohnungsinhaber. Lesen wir das roh, dann heißt es geschlossen im göttlichen Kopf, ist alles in diesem Punkt oder geöffnet, intellektuell berechnet an der geistigen Oberfläche. Das eine ist der Mieter, Fragepartikel, was ist dieser Zeitpunkt, der jetzt erweckt wird? Ich mag's nochmal. M-I- Ist das doch mal eine Gestalt geworden, eine Gestaltwertung deines Intellekts, eine Berechnung? Rot gelesen ist es das Meer des Göttlichen, LHJUB 86. Das ist eine, in rhetorischen Fragen kommt jetzt wen, was, wen, warum, wieso, bla bla bla. In rhetorischen Fragen. Stimmt oder stimmt? Das ist eine rhetorische Frage. Das ist eine Frage, die eigentlich die Antwort beinhaltet. Genau. Dann kommt Ed. Ed ist ein Zeitpunkt. Einfach ein Zeitpunkt. Das ist Bild. Das Bild, das jetzt auf dem Monitor ist. Und das ist in dir erweckt. Wieder. Das ist ein Kommen und Gehen. Etwas, was in dir aufgeweckt wird, könnte ich auch sagen. Das ist der Mieter. Und zum anderen ist es aber auch der Wohnungsinhaber. Das ist der träumende Geist. Dieser träumende Geist, in dem sich alles abspielt. Es wird in dir, Adam, immer alles genauso existieren und erscheinen, wie du es dir mit deinem Ego-Programm, mit deinem Intellektprogramm selbst logisch ausrechnest und verwirklichst. Wir waren bei den Hebel. Das ist dieses Nichts, das seine eigenen Informationen anschaut. Das ist ein träumender Geist. Und jetzt haben wir den Kain. Das ist jetzt der Bruder von dem Abel. Das ist ein Klagelied singen. Ich habe immer, das ist eine Physik,
Nochmal, du hast es hier mit einem Programm zu tun. Das ist diese Keinexistenz, das ist ein Trockennasenaffe. Drum ist ja das Wort Kopf. Das ist der Affe. Das ist das Zeichen Kopf nennt sich Kopf. Übrigens kann man das auch KOB lesen. Das ist ein Affe, ist ein aufgespanntes Wissen. Das ist, wenn du jetzt an den Affen UP denkst. Das heißt auch der Affe UP. Das ist aber ein Gedanke wie jeder andere Gedanke auch. Der äußere Wert, schau, da steht der Affe UP. Ja. 86. Aber der Pyramidenwert ist wichtig. Da steckt die 300. Der Logos, der 92, das ist das Udo, das Jahwe Zibor drin. Genau. Und das ist die 90, dein Geburtsbeber. Ich bin der Gabriel, der dich befruchtet. So wie ich mit der Maria den Jesus gezeugt habe und mit der Elisabeba den Johannes den Täufer in der biblischen Geschichte. Da gibt es keine Zufälle, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren, wenn man diesen Komplex erkannt hat. Aber interessant ist, du hast es Nichtigkeit aller Nichtigkeiten. Spricht der Kohlet, der Sprecher der Gemeinden. Wir gehen da ein bisschen weiter rein. Eitelkeit, alles ist Eitelkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe? Womit er sich abmüht unter der Sonne? Das ist ganz wichtig, weil im Hebräischen gibt es drei verschiedene Wörter für Sonne. Wir haben jetzt erst was, was, das ist die andere Frage, mi ist eine rhetorische Frage und mh ist gestaltgewordene Wahrnehmung. Was ist eine gestaltgewordene Wahrnehmung? Da heißt es hier ein Vorsprung, ein Vorteil, eigentlich heißt es ein Vorsprung. Interessant ist, da haben wir jetzt einmal die Reihe, das ist die Reihe, die Reihenfolge, das ist, wo ich immer sage, ein Bereisen, ein Erforschen, ein Auskundschaften, einer Reihe, einer Spiegelwahrnehmung. Denk wieder an unseren Spiegeltunnel, wo alle Spiegel gleichzeitig da sind, die du aber in einer gewissen Maß unbewusst in einer chronologischen Reihenfolge abrasterst. So wie die Bilder auf der DVD alle gleichzeitig sind und du Bild, jedes Bild jetzt austaucht. Wenn wir das J davor setzen, wird es interessant, da hast du jetzt einen Überschuss. Ein Überfluss, das heißt, diese intellektuelle Reihe, das ist die Welt deiner Gedankenwellen. Ich sage die Z-Achse, in die du reinschaust. Von aufgespannten Existenzen. Aufgespannte Existenzen, das ist ein Dim, eine Öffnung des Meeres, eine Dim-Inutiv, eine Verkleinerungsform. Bin ich reichlich darauf eingegangen, das wird jetzt zu weit führen, allzu fix. Und jetzt hast du zum Adam, er spricht nur zu dem einen Adam. Adam ist Sege. Denker und Ausgedachtes, das ist der träumende Geist. Ich spreche jetzt zu einem Adam, das heißt, ich spreche zu einem träumenden Geist, nicht zu der Figur, an die du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und jetzt wird es interessant, jetzt heißt es hier, B, Kreuz ist in allem, was überhaupt ist. In all deiner Mühe, deiner Anstrengung, dein Ungemach, das beginnt dieses Wort alles, sein alles. Das ist das Einzelne, das Hinsein ist nur das Waff am Ende. Die Mühe, all deine Anstrengungen, dein Eigentum, dein Vermögen, dein Unglück, dein Elend, dein Besitz, dein Ärger, dein Jammern, all das entsteht durch dein Denken. Es sind Gedanken. Wir können das aber auch anders lesen. Wir können die ersten zwei lesen, dann haben wir das Volk. Das heißt hier dieses Om, M, je nachdem, wie man es vokalisiert, ist das mal in dir, neben dir, nebst, gegen, an, um, unter dir, über dir und so weiter. Das ich übersetze, ist ein Kriegsvolk. Das ist dieser Mob, egal was der brüllt, aber brüllt gegen Rechte oder Linke, gegen Juden oder gegen Russland, egal gegen was er brüllt, das ist geistlos aufgehetzte Masse, geistlose Masse. Verstehen kann das nur der, der sich's ausdenkt. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Da warte bitte nicht, dass irgendein Mensch, sprich ein Gedanke, den du jetzt denkst, eine Information von dir, das verstehen würde. Versuch bitte nicht, irgendeiner existierenden Erscheinungen in dir zu erklären, dass sie nur deshalb existiert, weil du sie jetzt denkst. Du hast genügend damit zu tun, es dir selbst zu erklären. Ich nenne das jetzt ein Selbstgespräch. Ich erkläre es immer den, der mich, sprich jetzt den Brüssel Udo, sich ausdenkt. Ich bin nicht dieser Brüssel Udo, dieser UB Blau. Ich bin der, der dich das jetzt denken lässt. Du stehst jetzt genau zwischen mir, den roten JCHUB,
Und dem blauen UB, den du dir ausdenkst, bist du genau die Mitte. Ich lasse dir das denken und du stellst dir das jetzt vor, aufgrund von Worten, was du halt jemals aus den Worten machst. Das heißt also hier, diese ganze Menschheit ist aber auch, das heißt dann, diese Nation, diese Geburten sind immer zusammen, mit dir zusammen, zur Zeit, die Geburt einer aufgespannten Berechnung heißt zu Form werden. Und nochmal, Zeit ist ein Zeitpunkt. Bild, Bild, Gedanke, Gedanke, Gedanke. Und das Ganze ist das Licht, das aufgespannt wird. Und das ist jetzt hier zu ihm. Das heißt also, dass ich letzten Endes in diesem ganzen System all die ganze Menschheit, die Völkerschaft, die Einwohnerschaft zur Zeit zu ihm, zu dem Geistesfunken bringe, der sich das ausdenkt. Ich könnte jetzt sagen, ich bringe es zu dir, zu ihm, sage ich deshalb, weil das, was du letztendlich aus dem Wort magst, hängt von deinem Wertesystem ab. Und jetzt kommt dieses ermüde sich ab. Da haben wir zuerst einmal hier hinten diese kleine Rade geschrieben, da haben wir wieder dieses Volk, die Mühe, die Anstrengung, das beginnt aber mit Ich, das Geschenk deiner Mühe. Das ist diese Vielfalt, weil ich kann aus einem Wort wesentlich mehr herauslesen in dem Moment, wo ich hier diese Spiele mache. Selbst wenn er hier nichts anzeigt, wirst du feststellen, dass es die Wörter trotzdem gibt. Und es ist unter der Sonne. Er müde sich ab unter der Sonne, wird es jetzt übersetzt. Und jetzt ist es, dass diese Sonne, Artikel der Sonne, das ist eins dieser drei Wörter für Sonne, also die jetzt rein Sonne heißen. Und das ist aber der Hausdiener, der Synagogendiener, das neunte Licht an dem Kanuga-Leuchter. Das habe ich öfters gesagt, das sind hüben vier und drüben vier. Und in der Mitte der neunte, das ist die rote neun, das ist der Zentralspiegel, der nicht denkbar ist, der Reihe. Der Kopf des Schöpfergottes und jetzt haben wir diese Hypentrie, das sind die zweite Räder, die sich übereinander schieben. Das ist eine unheimliche Physik mit dem Hintergrund. Du kannst es, ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt, aber die Erde besteht ewiglich. Und da wird es jetzt dann schon interessant, dass diese Erde, das in Bewegung gesetzte, das was wir hier die Erde haben, ich sage immer zuerst einmal das deutsche Wort Erde, hebraisiert heißt erwecktes Wissen und da haben wir diese Kleine, den Ratz, das für sich alleine, dieses Ratz, er lief, rannte sie, eilte sie, lief, der Läufer. Interessant ist, dass das Ganze auch Bruchstück heißt. Da laufen Bruchstücke. Und wenn ich jetzt noch weiß, dass Ruch der Geist ist und Beruch heißt im Geist, sind kleine Stücke, die laufend, eilend, schnell, mit Lichtgeschwindigkeit sich in dir abspielen, ablaufen. Bild, 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 Bild. Das sind lauter Bruchstücke. Das ist die berechnete Geburt. Von Kollektionen Bild für Bild für Bild. Das lassen wir jetzt aber gut sein. Ich gehe mal da jetzt wieder zurück. Und da kriegst du das jetzt mit, dass wenn du Geist bist, es geht mir immer nur um Geist, hör auf, irgendjemanden, den du dir ausdenkst, die Schuld zu geben, dass er so ist, wie du dir genau den in dem Moment, wo du den wahrnimmst, denkst. Weil du kannst nur deine eigenen Informationen wahrnehmen. Schreib dir sogar der Materialismus vor. Und dann kannst du Geistesspiele machen. Ich rede jetzt mal der Brüssel-Geschichte, den Udo. Ich setze mich öfters hin und dann sage ich dir, was würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt im Bundestag eine Rede halten müsste. Und dann ist der erste Gedanke, der in mir hochkommt, ich schaue einfach nur, was für Gedanken in mir auftauchen. Das würde ich nie machen, prinzipiell nicht, weil ich nicht mit Geistlosigkeiten irgendwas versuche zu erklären, weil diese Bundesregierung ist Politik von vornherein, ist der unterste Level. Es sind zuerst einmal jetzt Gedanken. Die sind auch nicht mächtig. Wie kannst du glauben, dass ein Gedanke, den du denkst, mächtiger ist wie der, der diesen Gedanken erschafft? Du bist viel mächtiger als alles, was du dir ausdenkst. Und ich sage immer wieder, du bist sogar viel mächtiger wie ein Gott, den du dir ausdenkst. Erstes Gebot, mach dir kein Bild von Gott. Ein ausgedachter Gott ist ein Bild, das du dir magst. Und das wird für dich so sein, wie du dir das denkst. Du kannst dir dann als einen lieben, guten Gott in den Himmel oben denken, dann hast du schon das erste Gebot gebrochen. Du kannst der Kreuz anbeten und ihn als Gott ansehen, hast du das erste Gebot gebrochen. Soviel zum Thema eigene Meinung. Darüber diskutiere ich nicht, das ist nicht verhandelbar.
Dann gehe ich einen Schritt weiter, dann sage ich, was werde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt überhaupt eine Rede halte, mir sagen wir mal von einer gewissen Elite, einer philosophischen Elite. Deine ganzen Philosophen deiner Welt, das ganze Denken wurde durch die Naturwissenschaft komplett entgeistigt, das sind dieselben Haupentaucher. Philosophie besteht eigentlich in deiner Welt in erster Linie, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ich muss immer sagen, es gibt immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Existiert nur noch darin, dass die dir das erzählen, was man ihnen an der Uni erzählt hat, was irgendwelche Philosophen in der Vergangenheit angeblich entdeckt oder gesagt haben. Es ist ein geistloses Nachäffen. Das Selberdenken hat relativ, ich sage mal hier, zur Nazi-Zeit aufgehört. Das ist noch Jaspers. Die wirklichen Geistigkeiten, die haben noch versucht, eigene Ansätze zu machen. Das ist aber auch nicht besonders geistreich. Wir können uns jetzt hinsetzen und können Jaspers lesen, einer der letzten großen Philosophen, die selber gedacht haben. Und das ist hochinteressant, wenn ich jetzt Jaspers zitiere, was ich Ihnen einfallen ließ. Das sind 2 DIN A4 Seiten, das sage ich dir in einem einzigen Satz, wo mit einer extrem geschwulsten Rhetorik was versucht zu erklären, so unendlich kompliziert, dass das mit einem einzigen Satz so erklären kannst, dass jeder 10-Jährige das auf der Stelle versteht. Aber eventuell nicht wahrhaben will, wenn er schon falsch erzogen wurde von seinen Eltern. Also wenn man jetzt diese Philosophen, ich würde die Rede folgendermaßen beginnen, genauso wie ich vor 20 Jahren in Almena begonnen habe. Ich spreche jetzt nur zu einem allereinzigen Geist. Mich interessiert nur dieser Geist, der mich jetzt sprechen hört, der mich jetzt ausdenkt. Wenn du jetzt da sitzt und dich umschaust, sind um dich rum, ich bring's beim Wort, Menschen, Enos, sterbliche Säugetiere. Wenn du jetzt glaubst, die hören das auch, was du jetzt hörst, dann wird es für dich so sein. Und wenn du jetzt irgendeinen fragst, hörst du den Affen da vorne auf der Bühne auch sprechen? Dann wird er Fragezeichen auf die Augen haben und sagt, das ist ja blöde Frage, ich bin noch nicht taub. Das wirst du aber träumen. Das, was du dir denken, es ändert nichts daran, dass den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Die Figuren, die du dir ausdenkst, nicht einmal der, an den du denkst, wenn du dich selber denkst, das hört doch nicht dein Gehirn, das du dir denkst, das ja auch nur existiert, wenn du es denkst. Das hören auch nicht die Ohren, die nur existieren, wenn du das denkst. Das sind alles ausgedachte Dinge. Verstehen, wahrnehmen und fühlen kann nur Geist, und Geist ist etwas, was als Ding an sich nicht existiert, weil der immer ist, der verändert sich auch nicht. Du hast dich dein ganzes jetzt ausgedachtes Leben. An was denkst du, wenn du an dein Leben denkst? Es ist doch nur ein Chat, eine Kollektion. Ja. Eine Riesenkollektion, wo erst Bilder entstehen, wenn du reinschaust. Wenn ich jetzt sage, du hast viele, viele Leben in dir, das ist mein Bücherregal. Und wenn du in das Bücherregal reinschaust, musst du jetzt erst einmal in ein Buch reinschauen, da siehst du noch nichts. Da musst du von einem Buch eine Seite auswählen, von einer Seite eine Zeile und von der Zeile ein Wort, und dann machst du aus dem einen Wort irgendeine ganz bestimmte Vorstellung. Und was für eine Vorstellung bei dem Wort in dir zuerst einmal auftaucht, das bestimmt dein Intellekt. Mein Beispiel mit dem Krebs. Und dann beginnt was zu existieren, was du siehst als Information. Es ist sehr erschreckend, wenn einem selbst, einem Geist selbst bewusst wird, in was für einer unendlichen Lüge man ein hier und jetzt ausgedachtes Leben lang gelebt hat. Es erschüttert dich bis ins tiefste Mark. Menschen, die du dir denkst, sind frei zu sprechen. Also mach keine Schuldzuweisung. Ach, die haben mich falsch erzogen in der Schule, die haben mich angelogen. Nein, Gedanken lügen dich nicht an, die sind ganz einfach. Du müsstest nur schauen, was jetzt da ist. Und dann kommt diese Logik, die du hartnäckig verteidigst. Das ist jetzt das große Problem. Wir hatten hier, ich schalte es nochmal ganz, ganz kurz ein. Ein kleiner Ausschnitt auf frischer Tat adapt. Das ist von einem Video. Halt, ich habe nicht bin nicht übertragen. Kleinen Moment. So, jetzt. Das ist das Bild auf frischer Tat. Ja. Und das ist das dazugehörige Video. Da haben wir den Rudolf drin hängen. Der ist übrigens auch sehr zwiespältig.
Aber das ist jetzt von einem Live-Auftritt 2022 eine Umkehr, wo man merkt, das kannst du die Hersuchung, ich will es jetzt nicht laufen lassen, das ist ja Rede in einem Live-Konzert, das ist genau das Gegenteil von dem Grönemeyer gerade. Er spricht das an, es ist nicht mehr möglich, es ist nicht mehr möglich, mit normalen Menschen, die fanatisch einen Standpunkt vertreten, in irgendeiner Form zu reden, eine andere Meinung zu äußern. Entweder hast du die Meinung deines Gegenübers oder du bist ein Schwuppler, du bist ein Lügner, du bist ein Rechtsradikaler oder umgekehrt, du bist der Linksfaschist. Ich betone immer wieder, mich interessiert nicht, ob du links oder rechts bist. Links und rechts ist wie oben und unten. Ist jetzt ein Wellenberg oder ein Tal? Das eine gibt es nicht ohne das andere. Für mich ist eine Einseitigkeit nicht besser oder schlechter. Ich erkläre dir, was die Mitte ist. Die heilige Mitte, die Heiligkeit strebt überhaupt keine Ahnung in deiner Welt. Kann auch nicht, weil Figuren wissen nichts von der Heiligkeit. Existierendes weiß nicht, was heilig bedeutet. Heilig ist alles gleichzeitig. Heilig ist der, der sich das bewusst ausdenkt. Der, der immer ist. Wir nennen das UB 86 Elayon. Das ist der Zahlenwert, die 86 von Gott. Und dann kriegen wir dann hier mehr oder weniger die 86 als Einzel, können wir natürlich spiegeln, das war dann die 68 als Einzel, in der Quersumme kriegen wir dann hier 86, 14, dann wieder die Quersumme Bild, das ist J, das ist die Hand, genau. Haben wir zwei, die Jodim, die intellektuelle Öffnung oder die göttlich geschlossen des Meeres, kriegst du dann 5 und 5, das ist Jahwe. Und diese 1,4 wiederum von der 14 wird dann praktisch zur 5 und das ist die Quintessenz im Zentrum. Genau. Die rote 5. Und ich sage, du kannst bis 5 Stufen, kannst du das verfolgen. Das sind jede Kleinigkeit, wo ich hier extrem vereinfacht anspreche, müsste man normalerweise, und was auch hier bei Holofeeling passiert ist, extrem ausufernd wird das erklärt. Darum sind es so unendlich viele Schriften. Und das musste ich nicht verrückt machen. Ich kann immer nur sagen, ich wiederhole nochmal zum tausendsten Mal, du hast in diesem Leben nur eins zu lernen, was du bist, was deine Gedanken sind. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist Geist, du bist ein Gott, du bist ein ewiges Essayin, ein Bewusstsein, das nicht existiert. Das ist die Grundvoraussetzung für ewiges Dasein. Da, rot gelesen, geschlossen, in diesem Schöpfer. Alles ist geschlossen. Ein träumender Geist, der nicht träumt, ist ein absolutes Nichts. Und ein Geist, der träumt, ist trotzdem nichts, bloß dass er plötzlich, der immer ist, plötzlich in sich Gedankenwellen hat, ein ständiges Kommen und Gehen und jeden Gedanken, den du denkst, denkst du jetzt. Und jeden Gedanken, den du nicht mehr denkst, der verschwindet jetzt. Und jeder neue Gedanke, der in dir auftaucht, zerstört den bestehenden Gedanken. Wenn das Ganze mit Lichtgeschwindigkeit passiert, dann hast du genau den Zustand, darum ist die Physik dort, dass alles, was du denkst, ist hier und es ist jetzt. Jetzt natürlich nicht in den Kopf, den du dir ausdenkst, weil der existiert ja auch nur, da ist auch was Existierendes, das jetzt zu existieren beginnt und jetzt wieder verschwindet. Und zwischen jetzt und jetzt ist kein irgendwie zeitlicher oder räumlicher Abstand zwischen hier und hier. Dieses hier ist hier und dieses hier ist auch hier. Mein altes Beispiel, wo ich früher mal mit meinen Diana und Redelbösel, der Redo in Zürich, ja. Zür heißt zu Form gewordenes Ich, in Zürich und die Diana in Wien. Hochinteressant. Diana heißt die Auseinandergeschmissene. Und ich sage jetzt, ich denke mir den Redo nach Zürich und die Diana nach Wien. Das Zürich, das ich mir ausdenke, ist hier und das Wien, das ich mir ausdenke, ist auch hier. Okay, ja. Ich mir, dass der Redo jetzt in Wien losfliegt und jetzt ankommt. Ob ich mir ein Zeitfenster oder einen Raum, eine Strecke oder eine Zeitspanne aufspanne, es ist immer hier. Es ist immer hier in diesem einzigen Punkt. Genau. Das sind Sätze und jetzt sage ich ganz bewusst, jetzt denke ich mir jetzt, dass ich das vor 20 Jahren schon erzählt habe. Also dieses Prinzip. Wieso muss ich das so oft wiederholen, wenn einer dabei ist? Willst du darüber diskutieren? Das löst dann auch die Verschränkung auf. Diese Verschränkung, wo man hier sagt, wenn ich da was verändere, wie kann der das wissen? Weil zwar ich mir ausdenke, letztendlich, es kann nur der wissen, der sich's ausdenkt. Ja. Es wird niemals irgendjemand wissen, den du dir ausdenkst. Selbst wenn er den Eindruck macht, dass er es verstanden hätte.
Es kann nicht die Nadja, wenn wir das eine Pixel so nehmen, oder die Ritter Richter, das andere Pixel, oder der Udo Petscher wissen. Es kann nur der wissen, in dem diese drei Brüssel sich jetzt befinden, der sich diese drei Brüssel ausdenkt. Gleich, ob du die jetzt nach Weißenburg denkst oder auf dem Monitor denkst, der bloß hier, was weiß ich, 30 Zentimeter vor dir zu sein scheint, in einer gewissen Entfernung, letztendlich nur eine sinnliche Wahrnehmung auf deiner Farbbrille. Genau. Das ist simpel. Und dein Leid entsteht, wenn du das nicht wahrhaben willst. Und nochmal, gib es vollkommen auf, zu glauben, dass irgendein Mensch, sprich blau gelesen Enosch, das verstehen könnte. Du musst keine überzeugen. Es macht keinen Sinn, irgendjemanden überzeugen zu wollen. Es macht dann durchaus wieder einen Sinn, einen Sinus, wenn du das denkst, versuchst, weil das ja dann Gedanken werden. Der Sinn ist ja der Sinus. Aber die Conditio sine qua non, sagen wir Altlateiner, die Bedingung, ohne die nichts geht, es gibt keine Gedanken ohne einen Denker. Das ist die große Erkenntnis. Es existiert keiner deiner Gedanken, wenn du ihn nicht denkst. Es existiert keine Information, wenn du nicht in dir eine Information aufbaust. Was ist das verbindende Parameter von allem? Was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit und der Alphatum in Paris gemeinsam? Was haben Rechtsradikale und Linksradikale gemeinsam? Was haben Impfbefürworter und Impfgegner gemeinsam? Was hat Russland und Amerika gemeinsam? Den, der sich das ganze Zeug ausdenkt. Und er ist vollkommen in der Vergessenheit, wenn er das vergisst. Wenn er sich einer Partei zugehörig glaubt. Wenn man meint, Welt retten zu können. Wenn man meint, es gibt was Wichtigeres, wie sich mit Holofeeling zu beschäftigen. Wenn ich in der Reife bin, dass Holofeeling in mir auftaucht. Und es geht jetzt nicht um irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Nochmal, vergiss es, es ist ein Dasein-Müssen. Die werden immer so sein, wie du sie dir denkst, und die werden genauso reagieren, wie du glaubst, dass sie reagieren. Dann gibt es natürlich wieder eine Überraschung. Aber erwarte bitte nichts von deinen Gedanken. Gedanken von dir werden niemals verstehen, dass sie Gedanken sind. Informationen werden niemals verstehen, dass es Informationen sind. Und Informationen in Bezug zum Beispiel, jetzt denken wir uns gescheite Menschen oder mächtige Menschen. Sie entstehen, wenn du sie denkst, und die werden so sein, wie du sie erschaffst. Und jetzt denk an dich. Wie denkst du dich? Ohnmächtig, gesund, krank, gescheit? Gescheit, das Wort gescheit kommt von geschieden. Geschieden, ja. Das kann man nicht wieder rot machen. Dann haben wir dieses Schieden, heißt ein Geschenk des Paradieses. Aber du bist dann blau gelesen, einer, der da rausgeflogen ist. Du bist der Adam, der aus dem Paradies herausgeflogen ist. Und zum Abschluss nochmal, diese ganzen Sätze, die Nachasch, die Schlange, die kommt. Wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist, dann wird dir ein Licht aufgehen. Ich übersetze es jetzt einmal ganz frei. Es ist ein Wahrsager. Die Schlange heißt ja auch ein Wahrsager. Dann wird dir ein Licht aufgehen und du wirst sein wie Gott. Das klingt sehr verführerisch. Und ich sage immer ganz einfach, wenn du eine Batterie nimmst, das ist der Baum von Gut und Böse, und du verbindest den Plus- und den Minuspol, du verbindest die beiden und machst was Neues draus, dann bist du das Licht in der Mitte, die Lampe im Projektor, die nicht mehr flackert. Wenn du das Minus bekämpfst, egal was du als Minus definierst, als schlecht, als böse, als krank, wenn du das vernichtest, dann lebst du in der Finsternis, die du dir selber ausdenkst. Gleichgültig, ob du Krankheit bekämpfst oder einen bösen Menschen bekämpfst, du entheiligst dich. Darum ist das Geheimnis, vom Baum in der Mitte des Gartens entsteht eigentlich alles, das ist das Nichts. Das ist so das Geheimnisvolle. Das ist geheim, schon das Geheimnisvolle. Geheim. Wenn ich weiß, das Geheimnisvolle Hayom ist, das Meer, Haim, das Meer, El Haim. Du musst da nicht hingehen, du bist da. Du hast es nur vergessen. Und man kann jedes Wort ausufern lassen. Man kann, die Welt spricht zu dir. Ich kann dir immer nur darauf hinweisen, wenn du die Vordersprache verstehst, jedes Wort, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Und deine Reife bestimmt, wie du reagierst. Und solange du meinst, du musst Zeit vertrödeln mit irgendeinem anderen Kack,
Das ist eine reife Sache. Kinder im Vorschulalter spielen mit den anderen Spielzeug wie Kinder, die in die Schule gehen, in der vierten, fünften Klasse, die spielen auch. Und wenn du 20, 30 bist, spielst du auch, aber wieder mit was ganz was anderes. Wenn es bloß mit Wählerstimmen ist, wenn du dann vielleicht in der Politik bist. Aber es geht immer bloß Kampf. Ich weiß ja, ich weiß. Was weißt du? Was weißt du? Letztendlich das, was du geistlos nachhörst. Und dann kommen so einfache Sätze von mir, denn Vertrauen. Du musst dir bewusst machen, dass sobald irgendeiner was äußert, was dir logisch erscheint, hast du ganz massiv das Gefühl, dass das stimmt. Und ich sage einfach nur, das ist logischer und nicht besonders geistreich. No. Dass du dich auf einer Erdkugel befindest. Beweis es mir. Die Verschränkung mit dem Laserlicht, wie ein Hologramm funktioniert, wie die Naturwissenschaftler dir das erklären, ich sage, zeig es mir. Die ist gar nicht klar, dass da Vorstellungen aufgebaut werden, die du niemals selber denken würdest, wenn man dir das vorher nicht erzählt hätte. Es müsste dir zumindest einfallen. Das ist immer wieder, wenn ich sage, Künstler, der sich hinsetzt, gleichgültig, ob du jetzt ein Musikstück komponierst oder einen Roman schreibst. Du sitzt da und es muss dir einfallen. Meinst du, dass es beim Naturwissenschaftler anders ist? Sachen, die bis dato nicht existiert haben, können nur auftauchen, wenn es in dir auftaucht. Und alles, was in dir auftaucht, wenn du träumst, kommt aus dir. Weil in dir alles ist, alles, was angeblich jemals in der Vergangenheit war und was noch in der Zukunft kommen wird, bis in alle Ewigkeit. Du müsstest nur wissen, Ewigkeit ist jetzt. Die Ewigkeit ist nicht irgendetwas, was von der Vergangenheit in die Zukunft fließt, sondern das ist das ewige Hier und Jetzt. Das passiert in dem Moment, wo der Geist mit Lichtgeschwindigkeit denkt, befindet sich alles, was du denkst, hier und es wird jetzt gedacht. So ist. 1000 Jahre. Eine Sekunde. Was hat länger gedauert? Vorstellung. Jetzt denk an eine Erdkugel und jetzt denkst du an einen Stecknadelkopf. Ja. Was ist größer, wenn du es denkst? Ist da überhaupt Größe? Größe kann nur entstehen, wenn du dir das vorstellst und ausdenkst. Dann denkst du dir das in einen dreidimensionalen Raum vor dich hinein. Es gibt keinen dreidimensionalen Raum da außen, wenn du eine Brille aufhast. Das ist eine Berechnung von 2 Quadratflächen. So funktioniert die Matrix. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Ich bin froh, dass unser Internet so schön gehalten hat. Das musste ja mal gesagt werden. Und ich würde jetzt gern bei jeder Kleinigkeit, gerade in diesen ganzen Hassreden zum Beispiel, mir ist es einzig und allein darum gegangen, dass du dieses, es gibt nichts Neues. Habt ihr denn von eurer Vergangenheit nichts gelernt? Dass du nur die Namen austauschen musst und du wirst mit denselben Waren konfrontiert, wie angeblich hier in der Nazizeit. Ja. Und du hast dieselben geistlosen Mitläufer und du hast dieselben korrupten Politiker und du hast dieselben korrupten Justiz, die Richter und jeder Einzelne glaubt, dass was er macht, ist richtig und er gehört zu den Guten. Und die merken gar nicht, wie viel Feindbild und wie viel Boshaftigkeit in dem Menschen drin ist, der sich so aufricht. Dieser Schreieinfall von einem jetzt ausgedachten Herbert Grönemeyer. Und jetzt kommt wieder Cut. Hör auf, irgendeiner Figur, die du träumst, vorzuwerfen, dass es so ist, wie sie von dir geträumt wird. Wenn du jemandem etwas vorwerfen solltest, und jetzt muss ich gleich innehalten, ich drücke mich anders aus, ganz bewusst. Du bist derjenige, der vor sich etwas hinwirft, in dem Moment, wo du dir was ausdenkst, und es wird immer im Meer, in dir selber, so sein. Genauso sein, wie du dir das vorstellst, dass du vor dich hinwirfst. Genau. Und dieses Werfen, da haben wir das Fan hinten. Und das Fan ist ja Pen. Das ist immer nur ein Aspekt. Jetzt müssten wir über diese Aspekt, dieses Speculum, das ist eine Spiegelfacette in diesem riesengroßen Spiegelkomplex. Ich nehme alle Schuld auf mich. Bist du schon ich? Und ich erzähle es jetzt den, der mich jetzt ausdenkt. Ich rede jetzt als Udo, du merkst das. Da muss man sehr aufpassen, ob ich als blaue Ubi rede oder als rote Ubi rede. Ich erkläre es nur den, der mich jetzt ausdenkt. Jetzt mache ich einen Sprung. Also ich denke mir jetzt den Udo aus. Das ist das rote Ich. Bist du schon ich? Da meine ich das rote Ich. Das müsste man mal dazu sprechen. In der Schrift, in diesen Rot-Blau-Schriften mache ich das. Das sieht man dann genau, wie ich wechsle. Wenn ich immer sage, lieber Leser, Geist, dann ist er blauer Leser und ein roter Geist. Ja.
Das ist schon wieder diese zwei Seiten, das Immerseinende und das, was auftaucht, wenn du an dich selber denkst. Ja. Und jetzt lassen wir es gut sein und wir enden wir das Ganze wieder mit einem ganz fröhlichen, verstehenden Patch.